Wir haben heute Bildbattle in dem neuen lokalen Laden. Wie cool! So kann man das Poster nicht ausrollen. Doch, kannst du. Klick mal drauf. Oh. Oh. Ja. Ich bin dann hier quasi. Das ist mein... Okay, so, ich möchte auf jeden Fall sehen, was du gemacht hast. Oh, erstmal ein Restaurant. Hey Leute! Was geht? Katja hier mit... Claudio! Hallo Claudio und hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Bildbattle, Leute. Und wir haben heute Bildbattle in dem neuen lokalen Laden. Ja, ja. Ja. Wie heißt der? Lokale Laden heißt der? Ich kenne den noch gar nicht. Du kennst das ja schon ein bisschen, ne? Ich kenn's ja schon ein bisschen, ja. Ich war so hyped. Ich wollte es ungefähr so krass sehen. Deswegen, ich bin jetzt auch so froh, dass ich jetzt hier bin, Leute. Also, bist du schon drin? Das Haus lädt gerade bei mir. Ich gehe rein. Ich will gar nicht lange warten. Ich will schon rein. Bin so gespannt. Was gibt's denn Neues, Katja? Erzähl mal, was ist denn hier neu? Also, das ist das Ding so quasi. Also, dieser lokale Laden ist, es ist eine ganze Location, wo du Shop machen kannst. Du kannst hier irgendwelche Sachen anbieten quasi. Also es gibt viele Theken, es gibt so eine Kassenapparaten. Ja. Du kannst hier ein Café bauen. Es ist etwas komplett anderes, so weißt du, weil sonst in diesem Home Designer konntest du halt immer so nur so Haus machen halt, ne? Du kannst halt nur Haus machen. Und jetzt mittlerweile kannst du auch ein Restaurant, Café machen. Du kannst es hat einen Garten, beziehungsweise eine draußen, eine Abteilung. Wie cool! Und wo finde ich die ganzen neuen Sachen? Also generell bei Küche und so weiter. Ja, zum Beispiel entweder bei Küche oder zum Beispiel bei dem, guck mal, auch bei dem Schrank im Schlafzimmer zum Beispiel. Es gibt auch ein paar Teppiche, es gibt sehr viele Poster und so, wo du halt alles draufpacken kannst. Es gibt sehr viele Regale an sich, auch bei diesen Wandregalen. Es gibt extrem viele, wo du du kannst alles Mögliche hier machen. Es gibt sehr viele Einkaufstaschen, Einkaufskörbe, es gibt so ein Schaufensterpuppen. Was? Wie krass! Es gibt Bankautomaten, es gibt so diese Alarmanlage, Kassenautomat, es gibt so viele Neonlichter. Katja, komm, lass uns nicht so viel reden, lass uns einfach beginnen, komm! Es gibt eine Straßenlampe, es gibt Theken. Lass uns einfach beginnen, glaub es mir. Ja, ich würde es einfach nur auch jetzt einfach so beginnen tatsächlich und einfach nur mal gucken. Also ich mache tatsächlich, ich glaube, ich mache es quasi so, wie es das immer, wie es auch so im Trailer immer war. Also rechts quasi ist dann ein Café zum Beispiel. Ach, du machst mehrere Läden? Ja, ja, guck mal, rechts ist ein Café und links ist so ein Shopping-Center. Ja, okay. Ich guck erstmal, also ich kann sein, dass es ein bisschen erstens jetzt noch nicht so gut aussehen wird, aber ich probiere es erstmal, ne? Man muss ja so ein bisschen was probieren, ein bisschen gucken, was man hier alles machen kann. Was ich richtig feier, das ist, hier ein PC gibt, was so anders herum guckt, sag ich mal so. Ah, ja, cool. Das ist extrem gut. Weil das haben wir, also wir haben generell mal uns ein bisschen Veränderung gewünscht und das ist es jetzt, also cool. Das ist mega. Und so auch diese Alarmanlagen, wie cool sind die denn bitte? So, ein bisschen Musik muss hier auch nicht fehlen. So, ich guck mal auf jeden Fall, was ich hier noch alles machen kann. Was ich alles bei diesen Regalen machen kann. Es gibt einfach nur so viele coole Sachen, Leute. Ich beginne mit der Area draußen tatsächlich. Echt? Ja, könntest du ja auch mal machen. Also das ist ja auch was anderes dann, ne? Weil ich beginne auf jeden Fall nicht damit. Aber ich bin jetzt schon einfach nur, es könnte so gut aussehen, ne, Leute? Es ist wirklich schon cool. Es gibt hier auch eine Umkleidekabine. How nice is that? Ich mache Umkleidekabinen hier ganz hin. Boah, Claudio, was findest du eigentlich am besten? Boah, ich bin noch gerade völlig überwältigt von den ganzen Sachen. Also ich sag ehrlich, ich bin schon vom Gebäude überwältigt, weil das Gebäude ist richtig cool. Vor allem, was ich auch cool finde, ist diese Vitrine oder was das auch immer ist, also Glas dahinter. Mhm. Richtig cool. Ich finde es auch extrem gut einfach nur. Es ist auch einfach nur so, was kann ich denn alles hinpacken? Vor allem, es ist auch zu viel, also man weiß einfach nicht, was man da hinpacken soll. Es ist einfach zu viel. Es ist manchmal zu viel, wo du einfach noch denkst, okay, das geht, was geht dir ab? Ja, das stimmt. Ich glaube, ich packe es draus. Ich glaube, ich mache eine Area, wo man draußen essen kann. Oh, ja, stimmt. Es gibt ja noch so, guck mal bei dem Riesenschrank. Es gibt so einen Riesenwagen, quasi so einen Eiscremewagen. Yo, ich sehe es. Was? Wie krass ist das denn? Ja, I know. Das ist einfach nur extrem gut.
Ich bin auch gerade richtig, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Also das ist ehrlich krass. Oder soll ich zum Beispiel, möchtest du vielleicht irgendwie so ein Café machen quasi und ich mache quasi so einen Shop? Ja, das ist eine gute Idee, Katja, das ist eine sehr gute Idee, das machen wir. Okay, ich mache jetzt einfach nur so einen Shop, ich mache nur den linken Teil von mir. Genau, ich mache den rechten Teil. Es muss doch schön aussehen, das ist ja doch das Schwierige bei mir gerade, dass es auch wirklich schön aussehen muss. Ach, wirklich schon? Ich bin ja noch völlig überwältigt, ich muss ja erstmal gucken, was es alles hier gibt. Ja, das stimmt, ne? Ist auf jeden Fall sehr viel, was man hier alles machen kann. Mhm, auf jeden Fall. Oh mein Gott, so eine Geschenkstation könnte auch ganz gut hier sein. Boah, das Ding ist, ich muss auch noch irgendwo so Sachen finden. Was für Sachen? So Klamotten und so, weil das ist quasi mein Klamotten. Ich hab ja ein Klamottengeschenk. Genau, das war das Einzige, woran ich gerade gedacht habe. Also auch daran gedacht habe. Ich dachte so, hey, das wäre jetzt auch cool. Also, ihr habt einen Laden jetzt reingemacht, ja, aber ich finde halt nur noch die Klamotten. Ja, die Klamotten kannst du halt irgendwo finden, ne? Klamotten gibt's halt mal irgendwo. Deswegen haben sie sich so gedacht, so, ja, komm, mussten wir nicht extra noch machen. Die wissen doch schon Bescheid. Ja, das stimmt. Boah, ich versuche jetzt gerade nur die neuen Sachen zu packen. Ich finde einfach nur, weil es auch gut ist. Ich bin völlig weg von diesem Laden. Ich auch. Ich bin gerade auch extrem einfach nur, ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Aber ist das ein Poster? Was hängt da auf dem Boden? Da liegt irgendwas auf dem Boden, so ein Gemälde, aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, es ist ein Poster. Du kannst es irgendwo reintun. Also es gibt so extra so Posterhalter jetzt mittlerweile. Und dann kannst du es auch reintun. Richtig, richtig cool. Ja, ne? Oh mein Gott, ich bin auch so... Ja, mega. Oh mein Gott, ich liebe diese Einkaufskörbe, die sind so süß. Oh, Leute. Ich heule gleich, einfach nur, weil das so schön ist. Und es gibt auch noch so eine Kaffeemaschine und einfach alles Mögliche. Ich finde es einfach nur so cool. Also ich bin auch von dem Update 10 von 10, also ich bin wirklich begeistert. Endlich mal ein cooles Update. Ist so, ne? Es ist endlich mal was extrem Cooles, was halt auch komplett was anderes ist. Mhm. Oh, boah, ich brauche sehr viele Tücher, damit ich sehr viele Klamotten von meinen Charakteren klauen kann. Kannst du auch ins Einkaufsladen einfach gehen? Nee, nein, ich möchte auch nicht rausgehen. Das ist, glaube ich, so gut. Okay. Also ich muss schon sagen, also ich will das Poster ausrollen. Warte, kann man das Poster ausrollen? Das stört mich gerade echt. Ja, du kannst es auch wegmachen. Wieso kann man das Poster nicht ausrollen? Doch, kannst du. Klick mal drauf. Oh. Oh. Ja. Oh, das Poster sieht richtig gut aus. Also wirklich. Oh, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Katja, ich komme aus dem Staunen beide nicht mehr raus. Ihr merkt es ja. Ja, nein, wir sind beide einfach nur richtig, Leute. Wir sind so gerade gehypt einfach nur. Das sieht einfach nur also alles so gut aus. Ja, das ist auch wirklich gut. Muss man auch einfach ehrlich sagen. Das ist einfach gut. Aber. Aber? Ich habe nicht so viele Produkte tatsächlich. Das stört mich gerade. Also ich habe nicht so viele Essensprodukte. Doch, du hast extrem viele neue vor allem. Wo denn? Und du hast noch Kaffee, bei den Essen halt. Ja, ich weiß, ich hab's ja schon, aber das sind nur 6, also das sind ja nur 6. Ja, aber du kannst da ja auch was Neues machen. Ich weiß, aber ja, wie gesagt, also ich darf ja auch ein bisschen meckern. Boah, der meckert einfach nur immer auch die ganze Zeit, das stört mich einfach nur so krass. Warum meckerst du? Wir haben endlich mal ein Update gekriegt. Ja, hast du recht. Seit 3 Monaten haben wir gar kein Update gekriegt. Lass mich doch. Ja, nö, ich lass dich auch feiern. Ich feier's ja auch. Ja, ist gut. Das ist also wirklich, das ist sehr gut. So, ich versuche jetzt gerade... Boah, mein Gott, ich bin einfach nur jetzt gerade wirklich am alle Charaktere verkleiden. Das Gute ist auch, was finde, also mit der Schüssel, also das ist das Coole. Man kann mehrere Sachen nochmal neu kreieren. Das finde ich halt richtig cool. Mit der Schüssel? Nicht mit der Schüssel, mit diesem kleinen Becher da. Du kannst da Trauben reinmachen, kannst neue Sachen kreieren. Das finde ich richtig cool. Ja, das stimmt. Also mit diesem, ja genau, mit diesem Tartar, glaube ich, heißt es irgendwie auf Englisch. Ja, richtig cool. Boah, Leute, ihr merkt gerade, alle meine Charaktere, die ich schon mal erstellt habe, die sind einfach nur alle voll, die sind einfach nur alle komplett in diesen Tüchern. Einfach nur, weil ich schon alles gefühlt schon benutzt habe. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich könnte mal gucken, ob es neue Poster gibt. Oh, natürlich gibt es auch neue Poster. Ist doch klar. Oh, wow! Ah, wie cool! Was? Okay, jetzt muss ich sagen, die Lichter, das ist ja richtig cool. Was ist da cool? Ja, die Poster. Ja, die Poster sind, es gibt extrem viele. Ja, wie gut. Ich bin auch komplett begeistert, einfach nur von dem ganzen Zeug. Ich bin gerade auch hier die ganze Zeit so am Gucken, so, was mache ich hier noch? Richtig cool. Da muss das Menü hängen und nicht das Claudio. Kann ich nur. Ich frage mich gerade, ob das so gut aussieht. Was denn? Meine Klamotten einladen. Das sehe ich gleich. Freunde, vielleicht brauche ich gerade ein bisschen viel Zeit, weil es ist ja noch neu, Freunde. Ihr müsst mir das vergeben. Also ich. Ja, du, ich bin auch gerade auch zum ersten Mal hier einfach nur am Einrichten. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe es auch noch gar nicht gemacht, hätte ich gesagt. Deswegen, das ist nicht nur du. Okay, das ist positiv. Ja, hat was. Die Küche, also ich bin nicht die Küche, sondern der
Eingangsbereich hat was, finde ich persönlich. Jetzt schauen wir mal, ob es neue Stühle gibt. Oh, ja, ja. Die Stühle haben auch was. Ja, die haben auch was. Mhm. Ja, schade, dass man die Stühle nicht so drehen kann, weißt du, dass man sie so nach links und rechts zeigen kann. Das stört mich halt immer noch. Das wäre halt cool. Chocobucke ist dann nicht so weit. Ja, leider. Das wär, glaube ich, richtig, richtig cool. Ja, das stimmt. Aber die Küche kann man tatsächlich nicht so gut einrichten, finde ich, weil, ich sag doch warum, der Raum ganz rechts, finde ich, ist zu klein, wenn ich ehrlich sein darf. Also die finde ich persönlich finde ihn nicht zu klein. Also ich mache daraus eher eine Küche und einen Abstellraum, finde ich. Mhm, okay, verstehe. Mhm. Aber du wirst es ja gleich sehen. Du kannst ja noch mal deine Meinung dazu sagen. Vielleicht hättest du es auch anders gemacht, Freunde. Vielleicht machen wir das Bildbattle nochmal und wir tauschen mal die Rollen. Also sprich, ich mach das Restaurant, nee, ich mach den Einkaufsladen und du machst das Restaurant. Ja, das stimmt. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Oh, ehrlich gesagt, ich mache meinen Laden nicht unbedingt. Nee, aber vielleicht, wenn ich hier jetzt noch ein bisschen Pflanzen oder so rein tue. Das ist so typisch gerade hier einfach nur so. Ich packe ein bisschen Pflanzen rein, dann sieht's gut aus. Oh, ich bin richtig überwältigt. Auch einen neuen Kühlschrank gibt es sogar. Auch richtig cool. Es gibt einen neuen Kühlschrank? Ja. Nein. Ist nicht diesen Bäschen? Nein, das ist nicht neu. Das ist schon alt. Ups. Ich habe nichts gesagt. Es gab keinen neuen Kühlschrank. Neuer Kühlschrank? Wie, wo, was? Ich glaube, ich einfach das erste Mal in Tukabuka. Ja, erstmal Tukabuka gespielt, ey. Nee, alles gut. Es ist auch verständlich, dass du sehr viele Sachen auch nicht kennst. Ja, ich habe so lange kein Tukabuka mehr gespielt, Freunde. Naja, doch, so lange habe ich auch nur wieder nicht gespielt. Ich spiele es schon noch. Ist egal, Freunde, ihr wisst, was ich sagen wollte. Jetzt weiß ich zum Beispiel, was ich machen sollte, weil ich finde, ich bin schon zum größten Teil durch. Ja, ich mach mal noch die Küche ein bisschen mehr, weil die schaut schon echt extrem leer aus. Ich habe gerade nur meinen ersten Raum gemacht. Ja, aber du wirst gleich sehen, du wirst denken so, hä? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du viel gemacht hast, aber ich wüsste einfach nicht, was ich jetzt noch machen sollte, wenn ich ehrlich sein darf. Also, ich wüsste jetzt einfach nicht mehr, was noch. Also, ich verstehe, was du meinst. Du wirst gleich sehen, weil ich finde, mehr kann man auch nicht mehr. Also, mehr kann man auch nicht mehr machen. So, das ist dann... Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wenn ich das hier noch anmache... So. Ich pack schon mal ein paar Leute dahinter, weil da habe ich einen besseren Blick darauf, also wie es dann aussieht. Mhm. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Barista, aber wo finden wir ihn? So, es gibt auf jeden Fall irgendwo welche, aber muss da auf jeden Fall, glaube ich, nachgucken. Boah, Leute mit Brillen, weil ich so einen Brillenstand jetzt habe. Boah, der zweite Laden, das ist einfach noch... Sieht überhaupt nicht gut aus bei mir, leider. Warum das denn? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Katja, wir dürfen unser Limit nicht überschreiten, also du vergiss das nicht. So ein Limit? Ja. Nee. Aber ich suche gerade einen Barista, ich finde auch keinen Barista. 50.000 Jahre später. Das ist doch zu lange in den Zug. Ich mach eben dahin selber ganz schnell. So. Ja, guck mal, das ist doch aus dem Barista. So, jetzt brauchen wir noch ein Outfit. Oh mein Gott, ich kann doch auch hier auch die ganzen Sachen reintun. Wie cool ist das denn? Okay, ich sehe es ja gleich. So, super, wir haben unseren Barista. Katja, du hast noch 4 Minuten. Also auch hier beim neuen Update gelten die Regeln immer noch. 30 Minuten ist das Maximum. Ja, das weiß ich. Warte mal, jetzt packe ich noch mal ein paar Leute rein und dann könnte es auch theoretisch gut aussehen. 50.000 Jahre später. So, ich glaube, ich bin fertig tatsächlich. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das sieht richtig cool aus. Ja, super. Okay, Claudio, möchtest du zuerst anfangen oder soll ich zuerst anfangen? Oder bist du nicht fertig? Doch, ich bin fertig, klar. Ich kann anfangen. Ja, dann fang mal an, zeig mal her. Also hier habe ich nichts gemacht, ja. Weil ich bin da ein bisschen weitergegangen und bin dann hier quasi. Das ist mein Laden mit meinen Klamotten, sagen wir mal so. Richtig gut. Und hier ist das zweite Teil von meinen Klamotten quasi. Richtig gut. Echt? Hier ist quasi, haben wir noch so einen Wartebereich, wo die Leute sich ein bisschen warten. Oh, die Kamera ist cool. Die Kamera natürlich muss auch da sein, damit man niemanden da, weiß ich nicht. Oh, guck mal, die ganzen Automaten funktioniert ja, sogar. Wie cool ist das denn? Und ich habe jetzt hier noch ein paar so Lichter gemacht, weil irgendwie, es stört mich ein bisschen, dass es hier so wenig Lichter gibt tatsächlich. Ja, also ich mag es total, dass hier so Lichter gibt. Ja, Vitrinenlicht, ja, das ist cool. Vitrinenlicht, das ist mega cool. Okay, da habe ich nichts. Aber es stört mich, warum gibt es so ein Bodenlicht, haben wir natürlich auch. Aber guck mal, diese Tische, die du da gerade hast, diese Tische, wo das in der Mitte, das da links, genau, das da, wo die Frau steht. Ja. Ich wusste einfach nicht, was das ist. Ich dachte, es wäre etwas zum Sitzen, wo sich Leute draufsetzen können. Nein, also sitzen kann ich mich nicht drauf, aber... Ja, weil es halt bei den Stühlen war, oder nicht? Nee, das war, glaube ich, bei den Tischen tatsächlich. Guck mal. Ja? Das war, glaube ich, bei den Tischen. Ja. Ah, stimmt. Okay. Dann habe ich mich... Es ist alles bei dem Tisch. Du bist einfach ein bisschen blöd. Das ist... Nein, alles gut. Ja. Okay. So. Ich möchte auf jeden Fall dein Café sehen. Ich bin richtig, Leute, das sieht einfach nur so gut aus. Ich möchte auf jeden Fall noch was... Weißt du, was ich noch dachte? Man kann in diesem ganzen Haus kann man noch richtig gut eine WG machen. Ja, das stimmt. Dass es quasi so ein Balkon ist und so. Und dann halt auf einer Seite ist ein... So, bist du gespannt? Ding.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Also, ja, erzähl auf einer Seite was? Auf einer Seite ist quasi eine WG, also ein Raum, also so ein Raum mit so, ja, und auf einer Seite ist ein. Okay, geil. Stimmt, und so. Das in der Mitte ist ein Hof, gebe ich dir recht, ja, hast genau. du recht. Ja, so ein Hof oder so ein Balkon. Okay, so, ich möchte auf jeden Fall sehen, was du gemacht hast. Oh, erstmal ein Restaurant. Ja, ich hatte vorgehabt, dass ich hier die alle vier, guck mal, dass ich die alle vier so nebeneinander mache, aber man kann die, also das finde ich eigentlich cool sogar, man kann den so weiter nach hinten machen, aber man kann, alle vier passen leider nicht auf dieselbe Ebene. Deswegen habe ich das so gemacht. Schade. Schade. Dass sie so einen Abstand haben. Aber weil, so auch in Ordnung, dass ich doch ganz ist sein. Klein und schick, ist minimalistisch halt, ja. Und das ist mein Restaurant. Also mein Café. So ein Café, also, richtig schönes. Ich mag es, das ist der coole Barista, so der passt auch vom Look in die Café rein. Mhm. Das ist eine Kundin, die möchte gerade was kaufen. Ich gucke gerade, ob alles funktioniert. Ja, guck mal, sogar das funktioniert super. Es funktioniert alles. Alles funktioniert. Richtig, ich komme hier auch einen Kaffee mit Liebe. Da haben wir noch einen zu mitnehmen. Wie cool ist das denn? Einen trinkst du selber. Oh, möchte jetzt nicht. Ja. Gibt es schon. Genau, hier ist das Menü. Hier sind die ganzen Poster. Ich liebe die Poster. Ich liebe die Menüs hier open. Kann man close machen? Ja, kannst du. Drück mal drauf. Aha. Ja. Cool. Und das ist die Küche. Die Küche, wie gesagt, minimalistisch, weil ich wusste halt nicht, wie ich den Platz hier noch nutzen sollte. Ich finde mir hier auch einen Teppich, aber ich fand halt, es passt. Aber hast du irgendwas in einem anderen Raum? Es passt kein Teppich rein, fand ich. Genau. Den anderen Raum habe ich halt auch, aber ich zeig dir, was ich da gemacht habe. Ich habe dort eine Abstellkammer draus gemacht. Oh, das ist richtig gut. Das ist richtig genau. Schlau. Das muss man auf jeden Fall machen. Also ja, das ist mega. Man könnte daraus wahrscheinlich doch noch eine zweite Küche machen. Ich mache eine Abstellkammer daraus. Aber hier fehlt mir was. Gut. Siehst du hier so ein Links? Da. Aber da gibt es keinen schönen Teppich, finde ich. Also der reinpassen würde. Sehr. Obwohl der geht eigentlich, aber nee. Das geht. Naja, also eigentlich. Muss auch nicht sein. Ich mag deine Idee, dass du da eine Abstellkammer gemacht hast und dass es quasi so wirklich so ein Restaurant ist und so. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr. Also wahrscheinlich. Auf jeden Fall, Freunde. Ich möchte auf jeden Fall. Weißt du, was ich auf jeden Fall machen möchte? Ich möchte einen Katzencafé machen. Ja, können wir machen. Kann ich ja. Kein Problem. Ja, Leute. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall noch in den Kommentaren schreiben, wer heute gewonnen hat. Also Katja oder Claudia. Also, was findet ihr besser? Mein Einkaufsladen oder oder Claudius Restaurant, Café, alles schräg Starbucks, was auch immer. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.